Mein Name ist Carola Tesche, ich bin hier auf der Produktronica in München. Bei mir ist Herr Enrico Palmer von der Firma MTM NE Metalle GmbH. Hallo Herr Palmer. Schönen guten Tag. Herr Palmer, mit welchen Neuheiten sind Sie dieses Jahr auf der Messe vertreten? Die größte Neuigkeit für uns besteht darin, dass wir dieses Jahr als Distributor für die Firma AIM auftreten. Das ist seit Anfang 2017 der Fall, und zwar für Deutschland. Welche Produkte würden speziell hervorgehoben? Derzeit promoten wir sehr, sehr stark die neuen sogenannten REL-Alloys von der Firma AIM. Das ist zum einen das REL-61 und das REL-22. Das sind hochzuverlässige Lote, die für die Elektronikindustrie, ich denke mal, Maßstäbe setzen werden. Sie haben auf der SMT 2017 Ihr Niederschmelzlot BSA vorgestellt. Gibt es dahingehend Neuigkeiten? BSA wird zunehmend ein großes Thema werden, da viele Hersteller sich jetzt natürlich nach Alternativen zu hochschmelzenden Loten informieren, also so ein SAC 305. Und BSA stellt da eine deutlich bessere Alternative dar, weil sie zum einen kostengünstiger ist und natürlich entsprechend gute Lötergebnisse liefert. Okay, vielen Dank für die Informationen. Gerne.